Im letzten Part haben wir so ziemlich auf die Mütze bekommen. Wir haben 6-0 gegen Leverkusen verloren, dann anschließend 4-1 gegen Köln und ich hoffe, das wird heute nicht genauso ablaufen. Deswegen habe ich nochmal ein bisschen am Ultimativ-Schwierigkeitsgrad ein bisschen rumgeschraubt und ein paar Änderungen vollzogen. Die spielerischen Änderungen meiner Seite kennt ihr ja schon, denn die sind ja auch nicht alle nur bei 50-50, weil ich das Spiel ja ein bisschen langsamer machen wollte, wie schon einmal angesprochen. Und deswegen habe ich auch die CPU nochmal ein bisschen angepasst und die ein bisschen runtergesetzt. Denn wie gesagt, ich hatte ein bisschen den Anschein, als wäre es manchmal so, als wäre die CPU extrem schnell im Gegensatz zu uns, trifft sehr gut das Tor, hat extrem harte Schüsse. Deswegen habe ich da ein bisschen rumgeschraubt und ich hoffe, dass das jetzt in diesem Part ein bisschen besser aussehen wird, aber nicht so, dass wir jetzt wieder deutlich gewinnen oder so, denn ich will eine ordentliche Schwierigkeit haben. Nicht das Gefühl zu haben, dass wir gar keine Chance haben, wie im letzten Part, sondern halt einfach, ja, was Realistischeres, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich hoffe, ihr wisst in etwa, was ich meine. Und damit hey und willkommen zur neuesten Folge der MSV Duisburg Karriere mit mir, eure Danny Taylor. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich jetzt wieder extrem über einen Daumen nach oben freuen. Geht ja sehr schnell für euch. Einmal minimieren und den Daumen nach oben klicken und wie immer natürlich auch einen Kommentar da lassen. Ich würde mich mega freuen. Ich versuche auch wie immer zu antworten. Damit ihr schon mal wisst, was euch in diesem Part heute erwartet, wir spielen das Spiel gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal und das Spiel in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Das bedeutet, gegen Brügge werden wir das letzte Europa-League-Spiel bzw. Gruppenspiel simulieren und das Spiel gegen Wolfsburg ebenfalls. Das Spiel gegen den HSV halten wir uns dann für den nächsten Part und bald geht es dann auch Richtung Januar-Transferphase, wird allerdings vermutlich nicht so viel passieren, denn wir haben halt einfach nur ein Transferbudget von 1,4 Millionen, womit wir ehrlich gesagt nicht so viel machen können. Zudem habe ich mich ein bisschen umentschieden und zwar werden wir Kai Engel direkt auf die Transferliste schicken, denn ganz ehrlich, wir werden den Spieler nicht brauchen. Wir haben als ZOM natürlich Tyler und haben dann auch Nils Groß, der halt das Potenzial hat, etwas Besonderes zu werden. Heißt, wir sind auf der Position extrem gut bestückt. Und von daher müssen wir uns da erstmal keine Sorgen machen und Kai Engel ist dann einfach zu schlecht. Zudem gibt es zwei Nachrichten. Manuel Winsheimer möchte öfter spielen. Er kann auch von mir aus sehr gerne gegen Brügge von Anfang an spielen. Deswegen, du gehörst weiterhin zum Team. Zudem sind unsere Ziele gefährdet und zwar im finanziellen Wachstum. Ja, sorry, dass ich von den 75 Millionen erst 5% eingenommen habe, ihr Trottel. Und dann gibt es natürlich noch ein wunderschönes Training. Oxford erreicht die 74, richtig schön. Böhm einfach mal die 73 und mittlerweile hat Gruev auch die 70 erreicht. Das ist sehr, sehr stark. Mulder haben wir ja im letzten Part auf die Leihliste gepackt. Ich werde jetzt allerdings erstmal noch keine Leihe akzeptieren, denn wie gesagt, er könnte auch ein sehr starker Spieler werden. Deswegen möchte ich da noch ein bisschen drüber nachdenken, denn eventuell sollten wir den auch einfach selber ausbilden. In der folgenden Simulation geht es im Übrigen um Platz 1 in der Gruppenphase der Europa League. Das bedeutet, wir sollten vielleicht nicht mit einer kompletten BF antreten, denn es wäre natürlich schon nice, als erster reinzugehen, denn dann würde uns vermutlich der einfachere Gegner erwarten im Achtelfinale. Und damit sind wir in der Simulation angekommen. Heute von Anfang an spielt Oxford und Winsheimer. Engin ist wieder zurück in die Startelf rotiert. Das sollte auch trotzdem eine gute Mannschaft sein. Es geht wie gesagt um Platz 1. Schaffen wir nicht. Wir verlieren 0-2. Bedeutet, wir sind auf Platz 2 gelandet und werden den schwereren Gegner erwarten im Achtelfinale der Europa League. Und direkt meldet sich Oxford bei uns und bedankt sich dafür, dass er spielen durfte. Ich bin stolz auf ihn. Und dann gibt es ein paar Nachrichten und zwar geänderte Spieltermine und wir kriegen 4 Millionen. Yay, da freut sich der Vorstand und ein Spieler hat sich verletzt. Jonas David fällt einfach mal für 3 Wochen aus. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben, wer da spielen wird. Entweder Oxford oder Gruev. Wir gehen jetzt mit folgender Elf in die nächste Simulation gegen Wolfsburg. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, doch Koch auf die 6 zu ziehen und Oxford dann als Innenverteidiger auflaufen zu lassen. Ich glaube aber, dass es gegen Wolfsburg extrem schwierig wird, denn Wolfsburg hat eine sehr gute Elf. Wir sind zwar heim, verlieren aber 1-0 gegen Wolfsburg und das ist echt nicht so geil für die Tabelle zurzeit. In der Europa League treffen wir im Übrigen als nächstes auf Neapel. Das ist ehrlich gesagt überhaupt kein einfacher Gegner. Das ist extremst beschissen. Und in der Bundesliga sind wir mittlerweile nur noch auf dem 12. Platz, allerdings 11 Punkte vom 16. entfernt. Das ist wenigstens noch eine ordentliche Punktzahl. Heißt aber, wir sollten langsam wieder anfangen zu siegen, sonst wird das extrem eng mit dem Abstiegskampf. Das ist im Übrigen nicht das Achtelfinale, ich trottel, sondern Runde der letzten 32. Hätte man wissen können, man kann sich aber auch mal vertun. Ups. Mich interessiert jetzt aber natürlich mal, auf wen wir getroffen wären, wenn wir Erster geworden wären. Das bedeutet, ich muss jetzt mal Brügge suchen. Wow, gegen SC Braga. Das wäre natürlich der 1000-mal geilere Gegner gewesen als Neapel. Na super, hätten wir uns da mal ein bisschen mehr angeschränkt gegen Brügge. Wir kriegen jetzt ein Transferangebot für Engel, werde ich allerdings noch ablehnen, denn ich kann mir vorstellen, dass er sich bis zur Transferphase eventuell noch um einen Punkt verbessert, dann kriegen wir vielleicht 100.000, 200.000 Euro mehr raus. Der hofft, dass er spielen darf. Ich sage einfach mal, du bekommst deine Chance, denn ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er mal spielen wird, vor allem weil David derzeit verletzt ausfällt. Regen in Duisburg, Regen in der Schauinsland-Reisner-Arena. DFB-Pokal gegen VfB Stuttgart und ja, ich habe sehr viel Respekt vor dem Spiel, weil ich keine Ahnung habe, wie jetzt die Schwierigkeit sein wird. Also wenn das so ist wie im letzten Part so ungefähr, dann Halleluja, verlieren wir sehr hoch.
Aber vielleicht fruchten auch die Einstellungen und alles ist so ein bisschen realistischer. Ich bin da ehrlich gesagt extremst gespannt drauf. Und hier sehen wir nochmal den Baum. Und wir sind im Achtelfinale. Hier auch in der Bundesliga. Alles klar, heißt es ein Bundesliga-Duell. Gut zu wissen. Ich wusste nämlich gerade ehrlicherweise nicht, ob die derzeit in der zweiten oder Bundesliga spielen. Hier bei uns in der FIFA-Timeline. Und hier ist die Aufstellung vom MSV Duisburg. Wie gesagt, zum letzten Simulationsspiel habe ich nicht viel geändert. Mit Oxford nochmal in der Innenverteidigung, Koch deswegen heute auf der 6. Eigentlich hätte ich ihn sehr gerne auch wieder in der Innenverteidigung gehabt, weil eigentlich Mai und Koch sehr gut waren in der Innenverteidigung. Allerdings gucken wir uns mal an, wie das jetzt so ist. Wie gesagt, David fällt ja noch aus, deswegen wird das, glaube ich, alles noch ein bisschen spannender. Hier die Aufstellung von VfB Stuttgart. Und ich erinnere mich, ich glaube, wir haben doch mal von nicht allzu langer Zeit gegen die gespielt, oder? Weil Drommel war, glaube ich, sehr stark bei dem Tor, auch wenn ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Gonzalo Castro ist mittlerweile Kapitän. Mangala kennt man auch aus der Zeit vom HSV als Sechser. Und wir haben einfach mal noch einen Castro in der Innenverteidigung. Gonzalo ist mittlerweile ein sehr starker Spieler hier in FIFA, weil großartiges Potenzial. Und jetzt wird das Spiel angepfiffen und wie gesagt, ich bin extrem gespannt, wie dieses Spiel hier sein wird, wenn ich ehrlich bin. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das im DFB-Pokal war. In der ersten Runde haben wir gegen Düsseldorf gewonnen und wir sind ja immer noch der Titelverteidiger. Ahmed Engin sieht da oben Schürrle. Schöner Pass auf Major und da ist Tyler. Und der schießt direkt den Keeper an und dann... Pfosten, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Boah, schwacher Kopfball. Alter, oh Gott. Engin hat sich jetzt eine leichte Verletzung zugezogen. Vielleicht verbessert sich das noch. Ansonsten müssen wir ihn gleich auswechseln. Oxford steht da eigentlich ganz gut und jetzt haben wir Glück gehabt. Sieht nach einem Konter aus, aber wird hier sehr... Da kommen sehr viele Spieler auf einmal. Und jetzt Daschner. Das ist eine hervorragende Möglichkeit für den MSV Duisburg. Der Verteidiger kommt und dann kommt Daschner nicht mehr zum Schuss. Daschner kriegt den Ball nicht mehr. Und jetzt Konter der Stuttgarter und Mai ist halt einfach nicht so schnell. Okay, nicht den Keeper, jetzt langsam den Keeper rausholen. Da kommt der Pass und da ist Passlack. Boah, war das wichtig. Du bist zwar nicht hundertprozentig fit, aber zieh den Sprint noch durch. Und jetzt nimm Matcher mit, der ist nämlich fit. Jetzt Matcher, was? Matcher. Und dann der Keeper und das Teiler hat freie Bahn und macht das Tor. 1:0 für den MSV Duisburg in der 40. Minute. Holy shit, war das wichtig. Und Drommel musste natürlich wieder den ersten Ball halten vom Matcher, war aber auch nicht so stark geschossen. Immerhin ist es trotzdem passiert, weil der Ball sehr unglücklich abgefälscht wurde. Und Tyler hat dann keine großen Schwierigkeiten, hier das 1:0 zu erzielen. Jetzt müssen wir es nur besser machen als, ja, in Köln letzte Mal. Schöner Pass auf Gonzales. Und dann mache ich eine falsche Bewegung mit Oxford. Aber Plogmann hält den Ball. Und damit sind wir der Halbzeit angekommen und konnten die Führung bis jetzt halten und führen 1:0. Allerdings werden wir jetzt auf jeden Fall Engin auswechseln müssen, denn denen geht es überhaupt nicht gut. Hat immerhin noch diese eine Halbzeit durchgehalten. Und dafür kommt jetzt Dayaku rein, auch wenn ich mir hätte vorstellen können, Böhm einzuwechseln. Ich muss aber sagen, Dayaku hat in letzter Zeit, beziehungsweise schon in dieser Saison, sehr gute Spiele über die rechte Position gemacht. Ja, Plogmann. Oh Gott, Alter. What the hell? Was war das denn? Was war das denn von Schürrle? Das habe ich den jetzt nicht. Wow. Mai, komm schon. Entscheid den Kopfball. Boah, das war richtig blamabel. Und dadurch fangen wir ein Gegentor. Das kann nicht sein. Was war das denn? Oh mein Gott, was ein Fehler. Also das darf hier nicht passieren. Dass da Mai das Kopfballduell verliert, ist halt einfach blamabel. Und Oxford behält den Gegenspieler nicht bei sich. Und dann rennt der mehr oder weniger alleine aufs Tor zu. Und dann ist es halt auch einfach extrem schwierig für Plogmann. Damit steht es jetzt 1:1. Und wir wechseln nach dem Gegentreffer aus. Daschner verletzt den Platz. Und jetzt drauf Gruev. Okay, Dayaku jetzt eventuell mit der Möglichkeit. Leon Dayaku hat schon das ein oder andere Mal das Tor getroffen. Und dann diese Parade. What? Mai. Willst du mich verarschen? Was war das denn? Schürrle wird jetzt nochmal ausgewechselt für Oliver Böhm. Stark. Oh Mann, das könnte nochmal was werden. Und da kommt der Pass auf Tyler. Komm schon. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Und er macht den rein in der 92. Minute. Holy shit. Jetzt noch irgendwie die letzten paar Sekunden diese Führung halten. War das wichtig. Tyler rennt in die Tiefe und Dayaku sieht's genau. Und das lief jetzt sehr, sehr gut. Und den kriegen wir auch Gott sei Dank rein. Was ein Spiel, ey. Das ist mega geil gerade. Ohne Witz. Und damit gewinnen wir das Spiel und sind eine Runde weiter im DFB-Pokal, meine Freunde. Nice, Alter. Wir haben es tatsächlich geschafft, am Ende nochmal dieses Tor zu erzielen. Meine Fresse, war das wichtig. Mit diesem Sieg stehen sie in der nächsten Runde des DFB-Pokal. Können sie den Titel holen? Auf jeden Fall, Alter. Den haben wir auch letztes Jahr geholt. Und natürlich können wir den auch dieses Jahr wiederholen. Das wäre lächerlich, wenn ich jetzt sagen würde, nö. Engin hat sich leider verletzt und fällt 2 Monate aus. Gut zu wissen. 2 Monate. Holy shit, zum Glück haben wir so unfassbar viele Außenspieler. Wir haben Optionen, Gott sei Dank. Fußball ist halt nicht planbar.
Es kann immer was passieren, was du nicht auf dem Schirm hast. Leider fehlen uns Engin jetzt 2 Monate lang, aber wir haben auch dafür Ersatz. Tyler hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Grandioser Auftritt, ganz ehrlich, wer 2 Tore schießt, hat es auch mal verdient, Held des Spiels genannt zu werden. Jetzt kommt Gurev auf uns zu und sagt, freut mich, dass wir trotz meiner Fehler gewonnen haben. Ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, der ist sehr gut in die 2 Kämpfe gegangen, deswegen ist es wichtig, dass er Erfahrungen sammelt, weil ich fand, der hat eine gute Partie gemacht nach seiner Einwechslung. Wie gesagt, bei Engel warten wir noch ein bisschen, es gibt weiterhin geänderte Spieltermine, ein Turnierpreisgeld von 600.000 und halt die Nachricht, dass Engin für 2 Monate ausfällt. Damit habe ich ganz ehrlich nicht gerechnet, dass es tatsächlich 2 Monate werden könnten. WTF. Wir haben auch noch einen René van den Bergen, der muss auch öfter spielen. Der muss ich eigentlich mal anfangen zu trainieren. Nächstes Angebot für Dan Mulder. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen unsicher, was wir mit ihm machen sollen. Vielleicht doch mal ausleihen, weil wir halt auch noch Vandenberg haben, ganz ehrlich. Ja, und jetzt die Partie gegen Dortmund. Das ist natürlich nochmal ein großer Kontrast zum Spiel gegen Stuttgart. Ja, das sieht schon mal nach einer ziemlich krassen Choreo aus, ne? Muss man mal sagen. Und damit willkommen im Signal Iduna Park. Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg. Und hier haben die Gott sei Dank noch nicht Erling Haaland. Ach ja, die haben ja Sergio Ramos. Oh nö. Und Borussia Dortmund befindet sich derzeit auf dem 2. Tabellenplatz. Und bei uns muss noch eine, ja, 1 davor schreiben. Wir sind nämlich auf dem 12. Die haben einfach mal 43 Punkte. Und ich glaube, wir 19. Und Dortmund hat die beste Heimbilanz. Na super, ich freue mich. Hier die Aufstellung der Heimmannschaft Borussia Dortmund mit Bürki im Tor. Schulz, Hummels, Ramos, Odriozola in der Innenverteidigung. Torreira und Dahoud auf der 6 und 8. Karaschko, Reus und Wischka, im offensiven Mittelfeld. Akasa vorne im Sturm. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie gut dieser Wischka ist, aber die haben halt auch noch Brandt, Depay auf der Bank, genauso wie Hazard und Iličić. Ja, und hier die Aufstellung vom MSV Duisburg. 2 Spieler fallen aus. David, ich glaube, auch verletzt, genauso wie Ahmed Engin. Das bedeutet heute von Anfang an Dayaku über rechts. Ansonsten natürlich nicht viel geändert. Wir haben gegen VfB Stuttgart gewonnen und spielen mit der exakt selben Elf gegen Borussia Dortmund. Auch wenn man sagen muss, unsere Bank ist halt immer ein bisschen geschwächt mittlerweile, weil halt, wie gesagt, 2 wichtige Spieler verletzt ausfallen. Bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Gegen VfB Stuttgart hat es ja alles ganz gut funktioniert. War ein Spiel auf Augenhöhe, muss man sagen. Jetzt gegen den BVB könnte das alles ein bisschen anders aussehen. Wiska, Alter, das war stark reingezogen. What the fuck? Oh, das ist gefährlich, den wegzuziehen. Ich kenne das schon. Egal, Mai gewinnt erst das Kopfballduell. Ramos will da einen Seitfalls hier machen. Okay, das waren schon mal die ersten Abschüsse für Borussia Dortmund. Wird hier auch fast gefault. Egal. Und dann Daschner. Das sollte ein Abschluss werden. Naja, Wagnumann. Und das Matcher mit einer guten Möglichkeit. Und das Tyler. Das Daschner. Och, Mann, ey. Paco Alcázar. Boah, was eine Grätsche. Jetzt muss da Koch mitmachen. Da ist Marco Reus mit dem Abschluss. Plogmann, nimm den Ball einfach auf. Danke. So, Schürrle jetzt am Ball. Schürrle kann sich sogar tatsächlich ein bisschen abdrängen. Und der spielt ja auch gegen seinen Ex-Verein mit dem Schuss. Und genau auf Bürki. Daschner. Da kommt jetzt dieser Pass. Und da ist der Jakob. Der muss rein. Oh Mann, ey. Willst du mich verarschen? Damit sind wir in der Halbzeit angekommen und beide Mannschaften könnten halt einfach führen. Klar, Dortmund macht viel mehr für die Partie, aber wir kriegen es tatsächlich manchmal hin zu kontern. Aber wir kriegen es halt nicht hin, das Tor zu treffen. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Und das nervt mich gerade auch extremst. Aber es ist ein krasses Spiel und ich muss mich so unfassbar konzentrieren, damit wir hier in der Defensive keinen Fehler machen. Denn die pressen mich quasi zu Tode. Egal, wann ich den Ball habe. Oxford, du musst da irgendwie hinterherkommen. Das ist nicht so optimal. Das war doch Abseits, oder? Das war kein Abseits und damit für Dortmund 1-0. Ich war mir sehr sicher, dass das Abseits war tatsächlich. Ja, ich glaube, Wagnumann löst das auf, oder? Ja, voll scheiße. Ja, so ein Tor macht dann halt auch Marco Reus und ist mittlerweile sein 11. Saisontor schon. Das bedeutet, der spielt auch eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Und nein, Passlack passt nicht auf Karaschko, Plogmann. Und dann lässt er den Ball direkt abprallen zu Karaschko. Und es gibt direkt das nächste Gegentor, 2-0. Ach, wie unglücklich jetzt, dass der Ball auch direkt wieder auf Karaschko geflogen kommt. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht komplett auseinanderfallen. Das war auch wieder extrem ungünstig. Erstmal eigentlich schöne Grätsche. Und dann, das war extrem unglücklich. 12. Saisontor, bei dem läuft auf. Alter, wie viele Tore schießen die da? Nachdem jetzt Brandt für Reus eingewechselt wurde, wechseln wir Schürrle aus. Genauso wie Dayaku, neu auf dem Feld, Böhm und Hack. So, Böhm macht das hier extrem stark. Jetzt muss der Pass in die Mitte kommen. Wird er gefoult und es gibt den Elfmeter. Sehr schön. Erste richtig gute Aktion von Böhm gerade drauf gekommen. Schlechte Grätsche von Schulz. Lukas. Matcher. Und der kommt gut und der ist drin. Holy shit, wie viel Glück. War der gut geschossen zum Glück, weil Bürki wäre sonst tatsächlich dran gekommen. 2-1. Jetzt gucken wir uns den Elfmeter nochmal an. Weil, holy shit, Bürki kommt sogar noch dran. Meine Fresse. Das war ja richtig knapp. Da, boah. Alter. 2-1, 8. Saisontor, Lukas Matcher. Und jetzt Matcher mit dem fantastischen Lauf
Und das könnte es tatsächlich werden, Matcher. Was eine Grätsche. Leck mir am Hintern haben die Grätschen drauf. Und das sehr schlecht, Brand. Und schöne Parade von Plogmann. Schön gemacht. Und jetzt Plogmann, der ist da. Und der Pass auf Tyler, da kriegt er den nicht mehr unter die Kontrolle. Scheiße. Das war's. Wir verlieren gegen Dortmund 2:1. Aber wir hatten eine richtig, richtig starke Schlussphase. Ah, schade. Nur wir haben es einfach nicht hingekriegt, das nochmal so hundertprozentig auszuspielen, leider. Boah, das war ein krasses Spiel, ey. Oliver Böhm hat auch sehr, sehr stark gespielt, als der reingekommen ist. Ehrlich. Auch nach dem Formationswechsel, den wir vollzogen haben, wurde es auch nochmal richtig spannend. Schade. Schönes Spiel, aber muss man sagen. Ja gut, Plogmann wird zum Helden gegen Dortmund, obwohl wir verloren haben. Na gut. 19 Punkte und wir haben jetzt 10 Punkte immer noch Unterschied zum 16. Das ist halt auch noch in Ordnung. Wir haben halt nicht wirklich viele Punkte gut gemacht derzeit. Erster ist dann jetzt auch Dortmund geworden, tatsächlich nach dem Sieg gegen uns. Bayern mittlerweile noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Alter, das ist heftig zurzeit, muss ich sagen. Aber ich glaube, die CPU-Stärke ist derzeit sogar ganz gut eingestellt, würde ich mal behaupten. Sehr gerne eure Meinung mal in die Kommentare dazu, auch sehr gerne mal in der Abstimmung hier oben teilnehmen, wie ihr die CPU-Stärke findet. Aber ich muss sagen, ich fand, das fühlte sich alles extrem gut an tatsächlich. Auch das Spiel gegen Stuttgart, das Spiel gegen Dortmund, das war sehr nice. Es sind noch nicht so unfassbar viele Tore gefallen, was ich auch sehr gut finde. Aber ihr habt schon gemerkt, das war's denn jetzt auch mit der heutigen Folge. Wenn ihr Bock habt, ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben freuen, geht sehr einfach für euch und auch natürlich sehr gerne einen Kommentar da lassen. Auch sehr gerne schon mal ein paar Wintervorschläge, wen wir verpflichten sollen, beziehungsweise wen ich auf jeden Fall mal beobachten soll. Ja, wir haben hier derzeit eine richtig schwere Phase, man liest auch, Duisburg strauchelt weiter. Wir wollen natürlich im nächsten Spiel, beziehungsweise im nächsten Part, wieder gegen den HSV gewinnen. Das wäre richtig nice. Ich glaube, das ist auch eine Partie, die wir auf jeden Fall spielen werden. Aber wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen. Lasst ein Abo da und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.